Hallo, du folgst Liane und der Glut nach Leismühl, wo dich der Heiland erwartet. Ja, willkommen zurück zu Octopath Traveler und Ophelias finalem Kapitel. Ich bin gespannt. In Leismühl. Was bisher geschah. Nachdem sie auch ihre Pflichten in Goldstade versehen hatte, musste Ophelia nur noch die Glut nach Flammenhult zurückbringen. Aber bevor sie das tun konnte, tauchte Liana vor ihr auf. Ophelias Schwester war gekommen, um ihr vom Tod des Vaters zu berichten. Als sie ihre verzweifelte Schwester trösten wollte, wurde sie jedoch verraten und man stahl ihr die Glut. Könnt ihr wirklich meinen Vater zurückbringen? Ihr seid euch ganz sicher? Als sie aus der Ohnmacht erwachte, hörte Ophelia diese Worte. Mit wem sprach Liana? Wer hat ihr diese Lügen eingeflüstert? Ophelia kommt nach Leismühl, entschlossen, dieser Tragödie ein Ende zu setzen, bevor sie alles verliert, was hier an Familie noch bleibt. Entschuldigung, darf ich fragen? Eine Klerikerin der Heiligen Flamme? Ich bin ziemlich in Eile, fürchte ich. Und tschüss. Merkwürdige Menschen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Habt ihr vielleicht einen Moment Zeit? Ich muss das Land bestellen, einmal. Why? Ihr seid von der Kirche, Die Heilige Flamme? Ja, ich bin Schwester Ophelia, wenn ich euch nur kurz stören dürfte. Gibt es hier im Dorf zufällig einen Mann, den man den Heiland nennt? Da bin ich überfragt. Wirklich? Dies ist ein friedliches Bauerndorf. Wir haben hier keine Probleme. So seht ihr aus. Zumindest keine, bei denen wir eure Hilfe bräuchten. Wenn ihr daran denkt, für uns beten zu wollen, geht lieber woanders hin. Ich verstehe. Freundlich. Wirklich freundlich. Eine Schwester könnte den Eindruck haben, hier nicht erwünscht zu sein. Ach, wie kommst du denn auf die Idee, liebe Ophelia? Am besten forsche ich weiter. Mit denen stimmt doch irgendwas nicht. Oh, bitte, Ophelia, pass auf dich auf. Reisegeplänkel. Auf geht's. Wonderful. Im Gefängnis habe ich schon freundlichere Gesichter gesehen. Ich wette mein nicht vorhandenes Vermögen, dass der Heiland hier irgendwo ist. Ich stimme euch zu. Andernfalls wären sie uns gegenüber nicht so argwöhnisch. Sieht so aus, als hätte er sie alle zu Wahngläubigen bekehrt. Ohne Zweifel, durch irgendeine Hinterlist. Manipulation traue ich ihm ohne weiteres zu. Manipulation? Harte Zeiten hinterlassen Spuren. Manchmal wird man schwach und verletzlich. Diese Menschen wollen gerettet werden. Sie glauben sogar an Wunder, wenn ihr Leben dadurch einfacher wird. Wenn man ein Heiland sein möchte, muss man also nur herausfinden, wovor die Leute gerettet werden wollen und ihnen dann Versprechungen machen. Oh, so true. Glaubt mir, die meisten Menschen haben mehr Glauben in sich, als gut für sie ist. Aber glaubt ihr nicht, dass es Zeiten gibt, in denen man tatsächlich einen Retter braucht? Ich denke, es ist nicht falsch daran, in der Not eine ausgestreckte Hand zu ergreifen. Ja, dann sollten wir uns wohl, dann sollten wir dafür sorgen, dass wir die Retter sind. Genau. Ja, dafür bin ich auch. Aber trotzdem, ganz merkwürdiges Dorf hier. Ganz merkwürdiges Dorf. Schwester, ach bitte, seid ihr von der Kirche? Ihr müsst mir helfen. Das riecht doch so nach Falle. Was ist denn los? Mein Kind, mein Junge, er ist ganz plötzlich krank geworden. Bitte, ihr müsst ihn retten. Das klingt sowas von nach Falle, Ophelia. Geh da nicht rein. Ich verstehe, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihm zu helfen. Ophelia. Bitte bringt mich zu ihm. Ophelia, Thank you nein. so much. Er ist gleich dort entlang. Nein, Ophelia, nein.
Don't do that. Kind. Ja, surprise, surprise. Hm, wo ist denn bitte nur das Kind? Ich habe die Kleriker mitgebracht, Bruder. I am most grateful. Der Heiland wird erfreut sein. Ja, schön. What? Wie bitte? Ihre Naivität, ne? Schwester Ophelia, es ist nicht klug, Fremden so viel zu Vertrauen zu schenken. Denn es gibt viele in dieser Welt, die begierig darauf sind, andere zu betrügen. Der Heiland hat eure Ankunft vorhergesagt. Er sagte, eine Klerikerin werde kommen, um die Flut zu suchen. Er erklärte, in Wahrheit sei sie eine Hexe, mächtig genug, um Herzen verzaubern zu können, und dass wir sie fangen sollen, bevor sie unser Dorf ins Verderben stürzt. Eine Hexe. Ja, sicher, das. Eine Hexe? Moment mal, lasst mich das mal erklären. Ach, Matthias, guck mal einer an. Wo bin ich? Endlich wach, Schwester Ophelia. Moment mal, ihr seid doch... Meister Matthias, aber ihr könnt doch nicht... Es war so klar. Aber ich bin es... Ich nehme an, es ist nicht mehr nötig, die Wahrheit vor euch zu verbergen. Ich bin es, den diese Leute hier Heiland nennen. Ja, Heiland Schmeiland. Ihr, also wart derjenige, der Leyana das Volk gebracht hatte, die Flut zu stehlen? Yes. Ja, auch das war ich. What? Aber warum? Warum tut ausgerechnet ihr so etwas? Vor langer Zeit holten die Götter das Feuer vom Himmel auf die Erde, um einen der ihren wegzusperren. Daraus wurde die heilige Flamme, die heute im ganzen Land verehrt wird. Aufgrund eurer Stellung in der Kirche gehe ich davon aus, dass euch die Geschichte unserer Welt wohl vertraut ist. Aber ihr solltet euch fragen, was geschähe, wenn die heilige Flamme ihre Macht verlieren und noch schwächend flackern würde. Ihr habt doch wohl nicht vor, den gefallenen Gott zu befreien. Oh, aber nicht doch. So töricht bin ich nicht. Doch selbst in seinem Gefängnis besitzt Galdera noch große Macht. Macht, die er gnädigerweise mit mir teilt. Wächst sie, so wächst auch die meine. Aber dies ist eine verbotene Macht. Deshalb haben die 12 Götter Galdera ein bisschen eine Ewigkeit weggesperrt. Diese Macht ist nicht für Menschenhand gedacht. Galdera, kannst du ein bisschen... Das habt ihr nicht zu entscheiden. Wenn die Macht existiert, um ergriffen zu werden, dann existiert sie auch, um benutzt zu werden. You're wrong. Ja, ich seid abscheulich. Sind wir nicht alle gleich, Schwester? Seht euch doch nur diesen armen Dorfbewohner an. Als die Krankheit grassierte und die Verzweiflung groß war, musste ich nur ein paar von ihnen retten. Und schon waren sie ganz erpicht darauf, mich Heiland zu nennen. Ihr habt sie gerettet? Yes. Als treuer Diener Galderas kann ich einen Teil seiner immensen Macht nutzen. Und selbst das ist nur der Bruchteil eines Bruchteils. In der Gefangenschaft sind die Kräfte des Meisters nicht mehr ganz so groß wie einst. Doch mit Schwester Lilianas Hilfe werde ich die Fesseln lockern. Liana. Ist Liana hier? Natürlich, sie ist meine loyale Vestalin. What? Vestalin? Ah, jetzt muss ich leider gehen. Ich habe noch einige Vorbereitungen zu treffen. Keine Angst, Schwester Ophelia. Solange ihr euch mir nicht widersetzt, werde ich euch nichts zuleide tun. Wer es glaubt, wird selig. Immerhin brauche ich vielleicht einen Ersatz für Liana, falls was schief gehen sollte. Ah, daher weht der Wind. Was? Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Ach, Ophelia. Square hat es diesmal aber irgendwie mit den Männern, die einen betrügen. Er ist der von Primrose. Ach, das schon wieder. Ne, ich sehe mich noch ein bisschen um. Ja, nein, ich sehe mich noch ein bisschen um. Ja, komm, von mir aus, ich warte.
Ich kann da sonst eh nichts machen. Vielleicht einen Knopf drehen. Ophelia? That voice. Liana? Shh, not so loud. I'm sorry, Ophelia. I'll get you out of here. But, Liana, why? I'm sorry, Feely. I did it for my father. He's gone. He left us forever. But the Savior promised me he can bring Father back. All I need to do is act as his vestal. Listen to yourself, Liana. This is madness you speak. What? How could you say such a thing? Do you not even care that Father is gone? Liana... All those days we spent together, you and me and Father, dining together, talking together, laughing together. We'll never know that happiness again. Don't you even care? I do care, but that doesn't mean you can bring back the departed. I can't believe you, Ophelia. Were you always this cruel-hearted? Listen to me, Liana. Of course I wish His Excellency were still alive. But those who pass through the gate to the afterworld are never to return. And if you let that man use this forbidden power, there's no telling what horrors might be unleashed. I won't give up. Father is coming back. I'll see to that. When he's back, we can all be a family again, just like before. Wouldn't you like that too, Feely? I'll leave the door unlocked. Please, get away from this place before anyone finds you. And just leave the rest to me, okay? Liana! Eieieiei. Hier geht's ab. Ophelia. Liana weiß nicht, was sie tut. Sie hat sich von Matthias' Lügen täuschen lassen. Natürlich möchte ich ihr glauben, aber... Wenn die Zeiten hart sind, verlieren die Menschen gern das Wichtige aus dem Blick. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, an wen sie sich wenden sollen. Aber dafür hat man Freunde. Freunde, die die Hand ausstrecken und einem aus dem Schlamassel retten, einen daran erinnern, was wirklich zählt. Oh ja. Liana ist eure Freundin, nicht wahr? Da müsst ihr für sie stark sein. Streckt eure Hand aus und holt sie wieder auf den rechten Weg. Ihr habt recht, Tressa. Danke. Jederzeit wieder. Ich bin immer da, wenn ihr mich braucht. Oh, Tressa ist so lieb. Tressa ist so unglaublich lieb.